Ich habe ja vorher schon mit Häusern gearbeitet, schon einige Male und das schon viele Jahre hindurch. Und das waren aber immer Highlights der Architekturgeschichte quasi. Also das waren berühmte Bauten, Mies van der Rohe, Adolf Loos und so weiter und so weiter, die also einen wirklich den höchsten Standard von Architektur geboten haben. Und damit habe ich mich beschäftigt. Ist ja auch Ausdrucksform einer bestimmten Haltung, einer bestimmten Vorstellung, ästhetische Vorstellung, die wiederum eine Gesellschaft widerspiegelt. In dem Fall sind es anonyme Bauten zum Teil und zum Teil Bauten brachialer Gestalt, Gefängnisbauten bzw. Lagerhäuser, die keinen Architekten oder vordringlichen Architekten haben. Also das sind sozusagen Baumeisterarbeiten oder eben Architekturen ohne dergleichen. Zuerst ein Haus erstellt und dann wurde das bearbeitet. Im Sinn von zerstören oder demolieren oder demontieren oder eben irgendwie gestalten durch Aggression oder durch Zerstörung. Hat aber nichts mit Wut zu tun, so habe ich nicht verwechselt, das sind keine Wutskulpturen, sondern das sind sehr überlegte, sehr durchdachte Skulpturen. Und da gibt es eben zwei Arbeiten im ersten Raum drüben. Das eine heißt Zorro, da habe ich mit einer Art Schwert, das war kein Schwert, das war eine Eisenstange, quasi sehr überlegt Hiebe verteilt, um das Ganze zu gestalten. Und das zweite ist ähnliche Vorgehensweise. Und beide verweisen ja auf eine stilisierte Form von Gewalt durch Zorro einmal und einmal durch Samurai, durch die japanischen Samurai. Eine Zerstörung, wenn es zerstört geworden wäre, dann hätten wir nichts mehr gesehen. Ich wollte sozusagen durch diese ritualisierte Aggression in Form von Gestaltung das Ganze gestalten. Also es ist ein Gestaltungselement. Und das hat mich daran interessiert. Und darum sind zum Teil also solche Teile übrig geblieben. Nicht überall, aber hier in dem Fall. Jede Galerie, und besonders diese Galerie, ist ja auch ein Labyrinth, ist ja auch ein Weg durch ein Werk. Jedes Werk hat sozusagen einen Weg, weist einen Weg, jeder Künstler weist seinen Weg durch das eigene Werk. Ich finde es von der Seite, also wenn man gerade durch hineingeht, am Sekretariat oder am Tisch vorbei, gerade auf dieses Haus zugeht, auf das Stammheim, wo man so das Loch tut, das zieht einen quasi fast durch hinaus. Und wenn man so die Runde macht, finde ich es schlüssiger und besser, weil die Folge interessanter ist für mich.